Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, bei Hogwarts Legacy. Wir sind immer noch dabei, ich sag's jede Folge, immer noch dabei, die 100% abzuschließen. Jetzt kümmern wir uns gerade um das vorletzte Gebiet hier und haben beim letzten Mal eigentlich schon ganz schön viel geschafft. So, dann mache ich jetzt erstmal die Prüfung da unten. Kann ich hier einfach so runterspringen? Nein, ich glaube eher nicht. Das sollte ich vielleicht nicht unbedingt tun. Mit dunklen Künsten kann man alle. Ich finde dich, Protego! Oh. Der ist einfach geplatzt. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe ihn nur eingefroren. Nee, keiner da. Habe ich so einen Animagus eigentlich schon mal mit alter Magie besiegt? Ich weiß es nicht. Was hast du diesmal für mich auf La Revelio? Es sah so aus, als hätte ich das, denn ich kann mich daran erinnern, dass schon mal ein Gegner so weggeflogen ist. Oh, wie süß. Er findet dich, Protego. Ja, ne? Er findet mich einfach, Protego. Bombarda. Ich darf das Säckchen nicht aufsammeln. Nee, ich darf einfach nicht. Na gut. Dann eben nicht. Ist mir doch egal. So, was haben wir denn hier? Achso, das gehört zur Prüfung. Ja gut, dann werde ich die vielleicht mal aktivieren. Ich finde euch alle Bombarda. Oh, das ist ja süß. Ich finde euch auch alle Bombarda. So. Ich werde mal wieder die Motten alle einsammeln. Da sind auch noch welche. So. Einmal hier. Einmal hier. Und wo ist der dritte da? Gar nicht so knifflig, Merlin. Ach ja. Ich mag dieses PB-Emoji-Con. Wie heißt das? Emote einfach nur. Ich mag das auf jeden Fall. Das ist super süß mit dem Herzchen. So. Wer hat die PB-Emotes eigentlich gemacht? Hat er die selber gemacht? Weiß das einer? Revelio. Da ist noch ein Säckchen. Ist das das unter der... Ja, okay. Dann lassen wir das einfach. Okidoki. Mein Favorite Emote, das glaube ich, das benutzt du wirklich sehr oft. Das kann ich tatsächlich nachvollziehen, weil das wirklich sehr niedlich ist. So, ich gehe mal dahin, weil da noch eine unaufgedeckte Stelle einfach ist. Kann ja sein, da wäre noch was eventuell. So, aber offenbar nicht. Nö. Ja, dann gehe ich jetzt zu dem Schatzgewölbe. Dann machen wir hier unten die drei Sachen noch. Und ich glaube, dann sind wir hier mit der Ecke auch fertig. So. Außer ich finde jetzt hier in der Ecke noch zufällig andere Sachen. Nur Schatzgewölbe. Da hinten geht es dann weiter. Ja, okay. Also hier sehe ich gerade noch was. Wartet mal. Da habe ich doch gerade noch ein Säckchen funkeln sehen. Hallo, nimmst du das wohl mit? So ja wohl nun mal nicht. Die Eier nehmen wir auch noch mit. Die wären ja nur schlecht, wenn die hier so rumliegen, wisst ihr? Das bringt ja auch nichts. Und Strolli hasst es gefühlt. Und Strolli hasst es gefühlt. Achso, weil ich es überall sehe. Ich habe ja jetzt auch noch... Ich habe ja jetzt auch noch den hier. Ja, die sind auch cool. Von wem sind die? Oder von wem ist der? Ist das Basu? Nee, oder? Basu hat, glaube ich, keine Emotes. Thompson. Ach ja, stimmt. Den Thompson. Das ist ein Thompson-Emote. Ja, doch. Letztens im Stream hat er die doch nochmal gezeigt, seine Emotes. Und auch seinen Merch und so. Der Thompson. So. Ah, hier muss ich erstmal abfackeln. So. Ah,
Und da sind sie alle, die Thompson-Emotes. Oh nein, nicht noch ein Schachspiel. Ich hasse die Schachspiele. Okay, wo ist die Figur? Da. So, was wirst du? Na. Also es wird ein Springer. Ein Springer, okay, ein Springer. Der Springer muss hier diesen Bauer, diesen König besiegen. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Das da ist die Königin. Die Königin hält schon mal diese Reihe und diese Reihe. Das heißt, hier kann er nirgendwo hin. Er kann nicht hier hin, weil da der andere weiße Springer steht. Er könnte... Nee, kann er auch nicht. Hier könnte er nicht hin, weil da die Königin... Eigentlich kann er nirgendwo mehr hin. Es ist eigentlich völlig egal, wo wir diesen Springer hinstellen. Na, Luna? Alles klar? Nee, bitte klau das nicht. Das brauche ich noch. Danke. Kleinteile. Katzen und Kleinteile. Ihr wisst, was ich meine. Der Strolli bestimmt ganz besonders. Okay, wartet mal. Ich könnte den einfach... Also der Springer steht ja auf dem schwarzen Feld. Das ist... wenn ich den... Ja, toll, jetzt verwandelt er sich zurück, der Affe. Einfach da. Okay, er hat sich von alleine. Typical Cat Behavior. Ja, absolut. Der hat sich von ganz alleine dahingestellt. Oh, jetzt hat sie sich auf den Karton gelegt. Die Süße. Da liegst du gut. Bleib einfach da liegen. Finde ich okay. So. Oh, Leute, ich brauche übrigens mal Kochtipps für nächste Woche. Ich weiß nicht, was wir nächste Woche kochen sollen. Ich habe so gar keine Ahnung. Und der Philipp, wenn ich ihn frage, was willst du mal essen? Keine Ahnung, ist mir egal. Wann Catcam? Ah, ich kann mal ein paar Bilder irgendwann hochladen. Vielleicht auf Discord. Aber... Meine Katzen sitzen nicht lang genug still für eine Catcam. Es tut mir leid. Die sind ständig... Ich fühle den Philipp. Ach, Mann. Ach, Mann. Ihr seid auch nicht kreativer. Ich muss mir immer alleine überlegen, was wir essen. Keiner hilft mir. Das finde ich nicht gut. Revelio. So, da vorne ist noch ein Schatzgewölbe. Ja, wie gesagt, wenn ich Philipp frage, hey, was wollen wir mal essen? Keine Ahnung. Überleg du dir was. Ich weiß es nicht. Ja, danke. Danke fürs Gespräch. Vielen, vielen Dank. Oder er sagt, das kommt auch manchmal vor, letztens habe ich was gewusst, aber ich habe es schon wieder vergessen. Schreib's doch auf, bitte. Wo? Wie? Wie komme ich? Wie? Da unten vielleicht. Nee, da war... Oder waren wir da schon drin? Nee. Achso, das war das, wo ich rein wollte, aber nicht reingegangen bin. Da haben wir eigentlich so einen Sumpfkratler schon mal mit alte Magie aufgehoben. Weiß das einer? Bin mir da gerade nicht so sicher. Aber es ist ja auch egal, wir haben eh keine alte Magie momentan. So, wie komme ich denn jetzt hier rein? Ah, da. Ja, schön. Jetzt habe ich das Säckchen einfach in den Berg gedingelst. So. Kannst ja was von Strolli nachmachen, nur in besser. naja, der Strolli hat aber mehr gebacken als gekocht. Und ich will ja was essen, was auch nahrhaft ist und nicht einfach nur süß und klebrig. Deine Ausrüstungsplätze sind voll. Was? Das kann doch nicht wahr sein. Was ist da denn los? Ja, ich sag ja, wir müssen mal demnächst wieder zu Penny. Ich muss mal was wegschmeißen, Freunde. Ja, hier, das kannst du mal wegschmeißen. Und das kannst du mal wegschmeißen. Und das kannst du mal wegschmeißen. Oh, haben wir einen neuen Zauberstab bekommen? Tatsache. Hässlich. Jetzt weiß ich nicht mehr, welchen vorher hatte. Verdammt. War das der? Könnte sein. So.
Hier diese grünen Sachen, die können wir mal alle wegwerfen. Ja, da werde ich wohl nach dem nächsten Schatzgewölbe mal in den Raum der Wünsche gehen, Sachen identifizieren und dann wieder verkaufen. Eine Lebkuchenbruchbude ist doch nahrhaft. Lebkuchenbruchbude, die war doch cool. Ich fand die Bruchbude, fand ich cool. Eine Luxusimmobilie war das, genau, die etwas verformt war. Weißt du, wie man solche Immobilien auf dem Immobilienmarkt nennt? Immobilien mit Potenzial zur Verbesserung. Oder so ähnlich steht das, glaube ich, immer drin. Immobilien mit Potenzial zur Verbesserung. Revelio. Irgendwie so steht das da immer drin. Passt doch, genau, passt doch. Da ist noch viel Luft nach oben. Viel, 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 viel Luft nach oben. Kann ich das Säckchen da irgendwie rausziehen? Nein. Okay, gehen wir noch zum anderen Schatzgewölbe. Moment, das war aber nicht das, wo wir hin wollten eigentlich, ne? Das war jetzt ein anderes. Da oben, das wollte ich eigentlich machen. Wie komme ich da hin? Sekunde. Irgendwo hier unten. Achso, da. Ja, okay. So, Mondgestein. Und wieder ein Schloss. Strolli, wann backst du eigentlich wieder? Ja, finde ich auch. Wann backst du eigentlich wieder, Strolli? Ich finde auch, dass du zu Weihnachten wieder zumindest ein Backvideo machen könntest. Du könntest mal einfach ganz klassisch Kekse backen und die ausstechen und dekorieren. So mit Zuckerschrift und so. Das wäre doch mal was. An Weihnachten. Vielleicht. Okay. Das klingt doch schon mal gut. Einfach mal ganz klassisch Kekse backen. Ohne großes Tamtam. Kann man doch auch einfach mal machen. Das wäre langweilig, das kann ja selbst ich. Ah, okay, da hast du auch wieder recht. Da ist nix. Ist hier denn was? Hm. Okay, dann haben wir das Schatzgewölbe. Ist denn jetzt hier noch irgendwo eins oder haben wir die jetzt schon beide geholt? Ne, wir haben die schon beide geholt. Gut, dann würde ich mal ganz fix eben zu Penny gehen und meine Sachen verkaufen. Wir gucken mal gerade, wie viel fehlt denn jetzt noch in dem Gebiet. Aber wir sind gut dabei. Ach nee, das Gebiet ist schon fertig. Guck mal, da fehlen jetzt tatsächlich nur noch Schatzgewölbe, glaube ich. Da fehlen nur noch Schatzgewölbe. Okay, warte mal, haben wir denn hier noch Schatzgewölbe irgendwo? Nee, ich glaube nicht. Das heißt, wir können dann, wenn wir wiederkommen, uns hier um diese Sache kümmern. Und da ist ja auf jeden Fall auch noch eine Quest offen. Hier irgendwie bei diesem Schloss müssen wir was machen. Da würde ich mich dann danach auch direkt hinporten. Dann gehen wir jetzt mal kurz nach Hogwarts in den Raum der Wünsche. Erstmal zu Penny, genau. Bring mir dann mal was mit. Nee, back dir deine eigenen Keks. Ich verwende mal abgelaufene Sachen. Ja, das stimmt. Das sollte man dann vielleicht nicht unbedingt mehr essen. Der Strolli kann sich ja den Magen verderben, aber nicht den anderer. Das ist schon nicht gut. Also einmal ist das mal aus Versehen passiert. Egal, ich esse es trotzdem. Guck mal, Justine. Leben am Limit einfach. Leben am Limit. YOLO. Ich esse das trotzdem. Oh, Justine, nee, bitte nicht. Weißt du was? Weißt du was? Chat. Oh, ich hasse Leute, die Chat sagen zu ihrem Chat. Kennt ihr die? Ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn Leute Chat zu ihrem Chat sagen. Warum macht man das? Verstehe es nicht. Die hasse ich auch. Also ganz furchtbar. Wisst ihr, Chat? Oh, nee, weiß ich nicht. Ich finde das. Ich möchte Menschen so nicht ansprechen, Chat. Das wirkt so unpersönlich. Genau, finde ich auch. So, wir können mal unsere Kätzchen und unsere Niffler hier reinsetzen und versuchen, uns einen Sternchen-Niffler zu machen, zum Beispiel. Okay, dafür muss ich jetzt aber alle drei Niffler. Habe ich denn überhaupt ein männliches und ein weibliches bekommen? Das ist. Männlich, das ist auch männlich. Das ist weiblich. Okay, nice. Das heißt, wir können das tatsächlich probieren. Dann setzen wir mal die Niffler raus. So einen von denen hier können wir verkaufen.
Da haben wir die ja dann sonst doppelt. So, du kommst ins Gehege. Und du kommst ins Gehege. Den werden wir verkaufen. Und dann machen wir uns jetzt ein Niffler-Baby. Ein Sternchen-Niffler-Baby. Oh, ein Shiny. So. Einmal Niffler, bitte. Zack. Da ist die Niffler-Mama. Und der Niffler-Papa ist ja auch irgendwo unterwegs bestimmt. Füttern tue ich die jetzt gerade mal nicht. Und streicheln und so, da habe ich gerade keinen Bock drauf. Hallo, ihr Süßis. Bin schon wieder weg. Tschüssi. Luna, was machst du denn da? Lass mal den Karton in Ruhe. Brauche die Bilderrahmen noch, die da drin sind. Nee, du musst im Karton sitzen. Es geht nicht anders, oder? Okay, alles klar. Sie muss in den Karton, sonst überlebt sie den Tag heute nicht. Es ist einfach, wie es ist, Freunde. Nehmen wir das so hin. Die Katzen waren, glaube ich, hier drin. Ja, Knieselbiesel. Selbst wenn man ein größerer Streamer ist und nicht jedem dann im Chat ansprechen kann, kann man wenigstens dann Leute sagen, anstatt Chat. Ja, ist richtig. Katzen halt. Ja. Katzen halt, genau. So, wir haben einen männlichen und zwei weibliche Katzen. Da können wir auch einen verkaufen davon. Okay, das heißt, die Knieselbiesel kommen jetzt raus. Ich passe auf dich auf. Und dafür kommen diese Knieselbiesel rein. Einmal du. Und einmal du. Und den anderen können wir auch wieder verkaufen gehen. So, dann machen wir uns noch ein neues Knieselbaby. Okay. Hier seht ihr ja, hier haben wir auch schon hier. Da habe ich auch zwei Shiny Derrick Halls gehabt. Shiny. Mit T-S-C-H. Shiny. Und da haben wir auch ein Shiny Derrick Hall Baby rausbekommen. Ich habe leider nicht von jedem so Shinies. Naja. Das wäre auch so eine Aufgabe, die man vielleicht nochmal machen könnte. Aber oh nee, gar keinen Bock. So, dann ziehe ich mich jetzt noch einmal um. Gucke, ob ich noch irgendwas verzaubern kann. Und dann gucken wir, dass wir die Sachen dann bei Penny verkaufen. Eine meiner Katzen streift auch schon wieder die ganze Woche durch die Wohnung und ist heiß. Ich hasse es. Habt ihr die nicht, lasst sie doch kastrieren. Wenn die einmal heiß waren, kann man die doch kastrieren lassen. Das ist sehr viel angenehmer. Glaub mir, ich weiß, wovon du redest und es ist einfach nur ganz schrecklich, wenn Katzen rollig sind. Das ist, also das ist einfach nur, das ist Folter für Menschen. Ich sag's euch. Ich bin da auch ganz bei dir, dass das furchtbar ist. Und wir haben unsere einmal rollig werden lassen und haben die dann gleich kastrieren lassen. Das ist wahnsinnig teuer. Aber gut, ich meine, du hast drei Katzen, ne? Das ist dann schon, das wird dann richtig teuer, wenn das mit drei Katzen machen lässt. Wir haben ja nur die eine gehabt. Meine andere ist ja schon ein bisschen älter. Vier sogar. Ach stimmt, ja. Ich sehe immer nur drei auf dem Video. Komme ich, keine Ahnung. Vier, ja gut. Und die sind alle noch so jung, ne? Die habt ihr alle... Sind die alle gleichzeitig zu euch gekommen, die vier? Ja, vier Katzen kastrieren zu lassen gleichzeitig, das könnte schon sehr teuer werden. Dann vielleicht irgendwie immer mal wieder eine oder so. Keine Ahnung. Aber auf Dauer würde ich das nicht ertragen wollen, dass die Katze rollig oder dass eine Katze rollig ist. Und vor allem, wenn du vier hast, dann ist ja andauernd irgendeine rollig wahrscheinlich. Oh, nee. Oh, nee, das wäre gar nichts. Oh Gott, da würde ich durchdrehen. Drei sind jetzt circa 2 Jahre, die andere ist 1 Jahr. Okay. Ja, vielleicht wirklich mal drüber nachdenken. Vielleicht einfach mal ein paar Monate ein bisschen Geld wegsparen und dann immer mal wieder eine kastrieren lassen. Das lebt ihr definitiv. Ja, erst die Mädchen, genau. Bei den Mädels ist es ja wesentlich schlimmer und unangenehmer. Ich habe noch nie einen Kater gehabt. Ich weiß gar nicht, wie ist das denn bei einem Kater? Ist das auch so unangenehm oder sind die leiser? Oder werden die überhaupt rollig? Keine Ahnung. Ich habe immer nur Katzen gehabt. Ja. Und, hallo, Rosé-Stern. Hallöchen, schön, dass du da bist. Wie geht es dir? Hallo. Mein Fein. Freut mich, dass du hier reinschaust. Ja, erst die Mädels, würde ich auch sagen. Und dann einfach mal, wie gesagt, 1-2 Monate ein bisschen Geld wegsparen und dann immer eine nach der anderen machen. Die Kater sind kastriert, von daher kann ich dazu nichts sagen. Ah, okay. Die werden auch rollig. Machen überall hin, um Gottes Willen.
Ach du lieber Himmel. Eieiei. Ah ja, aber wie gesagt, ich fühle das. Katzen, wenn die rollig sind, oh, ganz schlimm. Es ist so furchtbar einfach nur. So, jetzt gucken wir mal. Was haben wir denn hier so? Haben wir irgendwas, was besser ist? Ich glaube eher nicht, aber gut. Hier nochmal gucken. Achso, das haben wir an. Da auch nicht. Es ist halt inzwischen auch echt schwer, noch irgendwas zu finden, was besser ist als das, was wir tragen, weil wir schon fast Level 40 sind und 40 ja das Höchstlevel ist. Also, ja. Ich glaube nicht, dass wir da nochmal irgendwas finden, was unsere Sachen übertrifft. Warum habe ich jetzt hier noch ein Ausrufezeichen? Achso. Oder sind wir inzwischen schon Level 40? Ich weiß es gar nicht. Nee, kann ja nicht sein. Wir hatten ja jetzt noch Sachen mit Schlössern dran, ne? Ja, hier. Wir sind also noch nicht ganz Level 40, aber fast. Es dauert nicht mehr lang. Wir kriegen halt auch nicht mehr so für so viele Sachen XP im Moment. Langsam denke ich da wirklich drüber nach. Du kannst den Schreier jetzt haben. Oh. Warte mal. Habe ich da was verpasst von Justine? Moment. Hab ich. Wo habe ich das denn verpasst? Da, am Samstag bin ich wieder daheim. Dann kannst du vorbeibringen. Och ja. Lol. Nee, weiter oben muss ich was verpasst haben. Warum geht denn das bei mir immer wieder runter? Ich will den Chat hochscrollen, aber es geht irgendwie nicht jetzt. Wie gesagt, du kannst mir gerne eine Katze abgeben. Ah, da habe ich es verpasst. Okay, okay. So, jetzt sind wir wieder auf dem neuesten Stand. Ich habe einen Satz von Justine tatsächlich verpasst gehabt. So, hier wird auch nichts Besseres dabei sein, nee. Okay, dann gehe ich jetzt zu Penny, verkaufe meinen Kram und dann machen wir weiter. Also, Penny, Penny, Penny. Dafür müssen wir nach Hogsmeade. Oh, Schloss Hogwarts, davor graut es mir ja so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sein, weil... Nein, ich will da hin. Weil das da doch noch ein ganz schönes Stück Arbeit wird und ich glaube, die Sachen sind auch echt gut versteckt. Und vor allem vor den Geheimnissen im Schloss. Da sind ja noch zwei Geheimnisse, die wir aufdecken müssen. Da habe ich auch ein bisschen Angst. Oh, wie schön, Sie hier wiederzusehen. Na, das freut mich, dass du dich freust. So. Penny, du kannst all meinen Stuff haben. Mach damit, was du willst. Ich brauch's nicht mehr. So. Du. Oh, jetzt habe ich die 40er Sachen, aber die waren auch schlechter, ne? Habe ich jetzt auch einfach verkauft. Ja, ist auch schlechter. Oh, warum gibt es hier keinen Button, alles verkaufen? Das wäre so einfach. Aber naja. Ich hoffe übrigens, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Rosé Stern oder wirst du... Oder Rose Stern? Ich denke mal, Rosé Stern soll das heißen, ne? Oder soll es ausgesprochen sein? Hoffe zumindest, dass es richtig ist. So, weiter geht's. Jetzt gehen wir nochmal eben fix den Niffler und die Katze verkaufen. Wir müssen ganz weit laufen, um die Katzen zu verkaufen. Oh, das reimt sich. Und was sich reimt, ist gut. Ist richtig. Okay, wunderbar. Das freut mich. Du. Ach ja. So, da sind wir auch schon. Ist lustig, dass die Läden hier gar keine Öffnungszeiten haben so richtig. Also, dass die abends zum Beispiel zu sind. Neue Lieferung, Krötenhaut. Krötenhaut, was? So, wir wollten diesen Niffler verkaufen. Und diesen Knieselbambiesel. Den Rest behalte ich. Da sind ja auch unsere Babys dabei. Ich weiß gar nicht, die Brut. Ja, doch, die behalte ich alle. Wo ist denn meine andere Knieselbrut? Da. Die Brut wird nicht erwachsen, oder? Kennt sich da irgendjemand mit aus, mit Hogwarts Legacy? Werden die irgendwann erwachsen, die kleinen Babys? Oder bleiben die einfach klein in Hogwarts Legacy? Ich weiß es nicht. Der Philipp wusste es halt auch nicht so genau. Das würde mich echt mal interessieren. Kein Plan? Ich glaube. Okay.
So, jetzt gehen wir dann wieder hier zurück. Das Gebiet war fertig. Das heißt, uns fehlt jetzt quasi nur noch hier so diese ganze Insel. Da würde ich mich jetzt einfach mal hier hin porten. Nein, hinporten. Zur Not fragt Baso oder Pipi. Meinst du, die wissen das? Haben die sich so mit dem Tierwesen, vielleicht nicht allein aufschlagen? Tierwesen Züchtungsgedings beschäftigt? Weiß es halt nicht. So. Jetzt werde ich hier erstmal ein paar Leute niedermachen. Hallo, guten Tag. Hopp. Hopp, du sollst springen. Mensch. So, machen wir hier erstmal ein bisschen Klarschiff. Okay. Ist hier falsch. Ah, da ist wieder ein Henker. Den hebe ich mir mal eben auf. Hallo? Okay. Die hat doch was fallen lassen, habe ich doch genau gesehen. Soll das alles sein? Ich brauche mal noch ein bisschen mehr alte Magie, Freunde. Ja. Wollten wir wieder ein paar Tränke verbrauchen? Ah, ich sehe nichts. So, ich habe jetzt wieder genug alte Magie. Wo ist der Henker? Da. Bei dem war ich mir halt nicht sicher, ob ich den schon mal mit alter Magie besiegt habe. Aber offenbar war das auch nicht der Gegner, der uns noch fehlt. Da ist ja noch einer. Hallo. Da sind ja sogar noch zwei. Das wirst du noch bereuen. Meinst du? So, jetzt gucken wir erstmal, was ist denn hier so? Da haben wir eine Truhe, da oben war noch ein Gegner, da ist noch eine Truhe. Ich glaube, wenn wir das Schloss hier gemacht haben, haben wir schon einen großen Teil des Gebiets, was hier so noch offen ist, erledigt. Wie komme ich da hoch? Da hinten lang, da muss ich die Gegner auch noch besiegen gerade. Machen wir mit. Joa, weißt du, was ironisch ist, wenn der Henker gehängt wird? Das ist eigentlich auch die verbotenen Flüche. Ja, sicher doch. Die habe ich auch schon benutzt im Let's Play. Aber ich mag sie nicht, deswegen habe ich sie wieder rausgenommen aus meinem Repertoire. Was machst du denn? Warum wirfst du das einfach so gegen die Wand, du dumme Nuss? Oh, wie blöd kann man eigentlich sein? Naja. Schade, dass das niemand gesehen hat. Schade, dass das niemand gesehen hat, wie ich Leute töte. Rebellion. So, da ist übrigens das Glockenrätsel, was wir machen müssen für die eine Schatzkartenquest. Da kümmere ich mich später drum. Ich mache erstmal. Was war das denn? Was war das? Hallo? Habt ihr das gehört? Was ist das? Fuck, ich gehe mal außen rum. Was ist das? Was macht hier komische Geräusche? Das sind bestimmt wieder so komische Pilze, oder? Nee, hä? Was ist das? Keine Ahnung. Das kommt von alleine. Dein Charakter will halt Publikum, was sie am Ende auch noch umbringen kann. Ja, genau. So eine ist das. Ich bin einfach nicht ich selbst, wenn mir beim Morden keiner zuschaut. Oh Mann. Kann ich hier die Tür aufmachen? Nee. Aber ich möchte da rein. Will doch da rein. Nein, springen. Hier war eine Truhe irgendwo gerade, habe ich doch gesehen. Eine Truhe. Da ist auch noch eine Truhe. Die ist auf der anderen Seite. Na, 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 na. Bitte was? Ich stehe nicht auf Frauen? Entschuldigung? Was unterstellen Sie mir da?
Oder redet die gar nicht mit mir? Ich glaube, die redet vielleicht gar nicht mit mir. So. Oh. Hab ich aus Versehen Krach gemacht. Da ist auch noch eine Truhe. Wie komme ich an die ran? Gucken wir gleich. Machen wir erstmal die Waldläuferin hier noch platt. Die hat es auch wieder so weggefetzt. Ich finde das so lustig, wenn die mal so wegfliegen. Oh, lustig einfach nur. So, wo ist jetzt hier die Truhe? Da drin. Wie komme ich da rein? Das weiß aber wieder keiner. Ach, Menno. Okay, wartet mal. Ich muss da unten irgendwie rein. Aber wie? Das ist eine sehr gute und berechtigte Frage. Hier vielleicht. Hier geht's raus. Hä? Revelio. Och, wie komme ich denn jetzt wieder da unten rein? Hör mal. Ich weiß es nicht. Da ist irgendwas. Wartet mal. Hier unten. Krabbel da mal durch. Nee, da kommst du auch bloß wieder raus. Hm. Nein? Revelio. Ist hier noch irgendwo so eine Wand? Keine Ahnung, die Kiste? Ist halt da drin. Irgendwie hier. Ah, hier. Oh mein Gott. Wie konnte ich das übersehen? Blindfisch. Oh. Zeugenbeseitigung. Die redet mit Strolli. Ach so, der Charakter eben. Ja, gut, das könnte schon sein. Strolli, bist du so einer? Rebellion. Kaum hat jemand den Rockzipfel gehoben, schon bist du nicht der beste aufmerksam. Ort, ganz ohne Begleitung. Bist du so ein Schürzenjäger? Das Wort Schürzenjäger, sagt euch das noch was, Kinder? Ortego. Kennt ihr das überhaupt? So, okay, ich glaube, hier ist aber nichts mehr. Dann kümmern wir uns jetzt mal um das Glockenrätsel. So. Ich gucke nochmal von oben, ob ich auch wirklich nichts vergessen habe hier. Nö, da sind nur noch die Glocken von Rom. Alles klar. Also. Dann wollen wir mal gucken. Was bin ich? Ich kenne es. Okay, super, wenigstens einer. Der Begriff ist nicht unbekannt. Alles klar, super, super. Also, wartet mal. Wir müssen mal ganz kurz in unser Rätseldingens da reingucken. Das war nicht richtig. Du musst dahin. Schatzkarte. Seiten aus einem alten Buch. Was ist das? Brunnenschatzkarte? Musikalische Karte, die ist es. Gut. Also, wir haben da diese Noten unten. Und die Glocken entsprechen den entsprechenden Noten auf der... Okay, wartet mal. Ich muss es mir mal aufschreiben. Zettel und ein Stift. Schwierig. Würde von euch vielleicht gerade mal kurz einer mitschreiben, bitte? Oder irgendwie so. Ich würde die Glocken jetzt einfach von links unten nach links oben und dann von rechts unten nach rechts oben nummerieren. Ah nee, Quatsch, gar nicht. Warte mal, wir müssen quasi... Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 würde ich jetzt sagen. Machen wir es mal so. Also die untere ist die 1 und dann immer schräg nach oben. Das heißt, dann haben wir ja hier, müssen wir spielen, 2... Mach doch einfach ein Bild. Wie ein Screenshot? Das geht nicht. Ich spiele auf der PlayStation. Ich spiele nicht auf dem PC. Ich spiele auf der PlayStation. Da kann ich nicht einfach so einen Screenshot machen, leider. Ach so, aber ich kann ja auf meinem PC den Stream abfotografieren. Das stimmt. Das geht.
Mit deinem Handy. Nee, warte, ich weiß wie. Sekunde. Ich mache einfach mit meinem Snipping-Tool hier vom Stream ein Bild. Das kann ich machen. So. Machen wir das. Zack. Und da habe ich's. Kann ich mir das auch irgendwie größer ziehen? Ja. Hallo. So, jetzt habe ich es ein bisschen größer. Chat will ich auch noch lesen können, deswegen schiebe ich das mal hier so rüber. Alles klar, so, ich habe mir das abfotografiert. Weiß ich, was ich drücken muss. Oder ich schicke dir einen Screen. Nee, hab schon, alles klar, dankeschön. So, wir müssen also spielen. Und zwar, die zwei. Dann, die da. Dann die da. Dann die. Dann die wieder. Dann die ganz oben. Die. Und die. Das war's. Wir haben es geschafft. Wo ist jetzt die Kiste erschienen? Da. Ein Schatz. Auftrag aktualisiert, gelöst von der Glocke. Wir haben es geschafft. Nice. Nur noch zwei Nebenaufträge. Supi. Oh mein Gott, war das lustig. So, machen wir das hier mal aus. Sehr schön. Okay, weiter. Gucken wir mal auf die Karte. Was wir hier noch so erledigen können in der näheren Umgebung. Ja, machen wir erstmal hier dieses Schatzgewölbe, oder? Das da. Nee, doch. So. Sehr geil. Das heißt, wir haben jetzt noch ein Schatzkartenrätsel. Da muss ich dann aber erstmal gucken, wie wir das lösen können. Wer kämpft denn hier schon wieder? So, erstmal die Spinne platt machen. Das ist aber noch eine, oder? Ah, nee. So. Hier ist noch eine Truhe. Ich gehe gleich ins Schatzgewölbe. Hallo, Schnitzel! Das hätte jetzt auch schief gehen können. Hallo, Schnitzel, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hallöchen. Na, alles klar bei dir. Schönen Tag gehabt. Jetzt ist er perfekt. Jetzt, wo ich da bin, natürlich. Ich weiß, aber vorher war er hoffentlich auch schon perfekt. So. Oh, gar nicht eingebildet, Lilly. Gar nicht. Überhaupt nicht. Sieht interessant aus. Ja, sieht interessant aus. Wie immer. Bad Boys, Bad Boys. Nein. Doch, da ist er. Eine Truhe für mich. Dankeschön. So. Dann sind wir mit dem Schatzgewölbe doch schon durch. Schlimm mit dir, Lilly. Schlimm. Ja. Ja, Entschuldigung, es tut mir leid. Nee, eigentlich tut es mir nicht leid. Hallo, Lotusblüte. Och, Mensch, du wieder. Er ist immer atemberaubend, wenn ich in deinen Stream komme und deine bezaubernde Stimme höre. Ach, du bist schon wieder so ein Charmeur heute. Oh, so einen könnte ich. Okay. Krieger der Anhänger. Alle mit Stupor besiegt. Ach du, kleiner Charmeur, du. Dankeschön. Ich freue mich auch immer, wenn du da bist. Beziehungsweise wenn ihr alle da seid, natürlich. Habe ich hier noch was übersehen? Ich glaube nicht, nein. Okay. So, steig mal auf und dann gucken wir mal. Was kann ich denn sonst noch so entdecken? Da hinten. Oh, vielen Dank. Da war ein Schatzgewölbe. Pup. Ah, jetzt geht's aber los. Die Leute sind wieder im Stickerwahn, Freunde.
Hä, wieso ist denn jetzt hier? Hab ich doch abgeschlossen. Dieses Lager gefällt mir gar nicht. Okay. Oh Gott, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, Freunde. Ich will am liebsten überall sofort hin. Machen wir mal das Schatzgewölbe hier vorne. Oh. Süßies. Hello. Hello. Wo geht's denn da rein? Moment. So. Protego. Nicht immer Protego drücken. So. Da oben. Jetzt habt ihr aber bald alle Sticker durch, oder? Sind da eigentlich noch die Weihnachtssticker drin oder habe ich die rausgenommen inzwischen? Ach, das finde ich auch schön, das Liedchen. Ja, da bist du jetzt durch, ne? YouTube. Die Leute sind gerade verrückt nach Tönen und Stickern. Es legt sich bestimmt gleich wieder. Meistens lässt der Wahn so nach 3 bis 5 Minuten wieder nach. Oh, Dankeschön, ihr Lieben, danke. Ach, so. Sag mal. Wisst ihr, was ich schon lange nicht mehr gehört habe? Den Wodka-Sound. Den habe ich schon ewig nicht mehr gehört. Den hat schon ewig keiner mehr eingelöst. So. Dann mache ich als nächstes das da. Einmal hier über den Berg. Und auf der anderen Seite wieder runter. Miau. Miau. Okay. Nochmal meine Fallen. In Lower oder in Upper Hogsfield? Vielleicht in Middle Hogsfield? Keine Ahnung. Schon wieder was trinken? Okay, geht los. Sekunde. Oh. Jetzt habe ich mir fast meinen Kaffee. Welcher Wodka-Sound? Gib mal Ausrufezeichen Wodka ein. Ist ja so, mit V oder mit W? Ich weiß gerade gar nicht. Mit V oder mit W? Ausrufezeichen Wodka. Gib mir den Wodka, Anushka, und dann lass mich sein. Der Wodka ist freundlich, doch du bist gemein. Gib mir den Wodka, Anushka, und sei wieder gut. Denn wenn du nie gut bist, komm ich noch... Lumos. Ja. Hey, das ist meiner! Hallo Michi! Ja, nun ist er erstmal auf Cooldown. Tut mir leid, da warst du zu langsam. Ah, Michi, wie geht's dir, Michi? Michi. So, das hätten wir auch. Kurz mal gucken. Fehlt denn hier überhaupt noch so viel? 2 Sammlungstruhen, 2 Handbuchseiten. 2 Sammlungstruhen und 2 Handbuchseiten und das war's schon. Mehr nicht? Na, dir bitte ja nicht. Da müssen wir hier nochmal uns genauer umgucken. Dann würde ich sagen, fange ich mal hier oben mit dem Schatzgewölbe an. Not amused. Sorry. I'm so sorry. Sorry. Hey, hör mal. Nicht frech werden. Wer mich jagt, den Schimmer noch nicht. So. Dann haben wir das ja hier fast geschafft, hör mal. Der ist auch gut. So. Irgendwo, ich muss dann mal gucken, wo halt noch das letzte Rätsel zu machen ist. Aber haben wir denn überhaupt noch 2 Quests offen? Ich weiß gerade gar nicht. Schon wieder trinken? Leute. Okay, dann trinke ich jetzt meine Tasse aus. Sekunde.
So. Jetzt aber erstmal Ruhe mit trinken. Wodka trinken? Nee, nicht mitten in der Woche und nicht im Stream. Hallo? Ich mag auch keinen Wodka, vor allem nicht pur. Ekelhaft. Okay, da müssen wir wieder Feuer an- und ausmachen. Hier scheint aber nur eine... Nee, jetzt ist genug. Okay, ich trinke jetzt noch einmal, aber wenn dann nochmal eingelöst wird, dann trinke ich nicht mehr. Kann ja nicht dauernd trinken, Leute. Ich muss doch aufnehmen. Bitte nicht sowas machen. Dann muss ich den Sound nämlich auch mit einem Cooldown belegen. Wenn ich hier alle 2 Sekunden trinken soll. So, jetzt ist genug. Schiebung! Nein, nix Schiebung. Jetzt reicht's. Muss ich dauernd aufs Klo, wenn ich dauernd trinke. So. Nein, nicht schießen einfach. Hör mal. Fringo. Confringo und Confringbert. Na, wirst du wohl treffen? So. Ah. Okay. Was ist da noch drin? Ist da noch was drin? Nö, dann können wir auch gehen. Da brauche ich das nicht extra ausmachen alles. Okay. Die Rätsel sind ja echt schwer. Nicht. Trink. ja, nun. Nicht wirklich. Nee, die Rätsel sind wirklich nicht schwer, das stimmt. Ich habe da direkt das nächste Schatzgewölbe gesehen. Wartet mal, wie komme ich denn dahin? Hier unten. Da. So. Gleich noch eins entdeckt. Das war jetzt auch wieder super schwer. Okay. Oh. Schlammblut! Alles klar. Okay. Da hat wohl jemand ein bisschen ein paar Aggressionen gehabt und hier seine Leichen abgeladen. Oder seine Leiche. Macht das Abgrasen überhaupt Spaß? Also das Ablaufen? Ja, es geht. Also ist jetzt nicht die spannendste Sache der Welt, aber ich würde es halt gerne erledigt haben, weil ich so ein 100% Mensch bin, gerne, wenn es irgendwie möglich ist. Also außer es kostet mich jetzt einfach unheimlich viel Zeit und ist absolut unnötig und unfair, dann mache ich das auch nicht, aber so, das geht eigentlich, ist okay. Ja, doch. Mache ich erstmal das. Es ist ja jetzt auch nicht mehr viel. Da haben wir übrigens schon eine Seite von denen, die noch fehlen. Naja, mal gucken. Wir haben es ja auch fast geschafft. Dann fehlt nur noch Schloss Hogwarts. Und da habe ich ein bisschen Angst davor. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich mich hier auf der Karte noch ein bisschen beschäftigen kann. Weil wie gesagt, vor Schloss Hogwarts habe ich so ein bisschen Respekt. Ehrlich gesagt. Da weiß ich noch nicht so richtig, wo ich anfangen soll. So. Da sind wir auch schon. Nach der Story habe ich den beiseite gelegt. Du meinst das Spiel? Ja gut, wie gesagt, viele Leute sind halt dann nicht so, dass sie das noch alles machen wollen. Aber ich bin halt so, ich kann es nicht ändern. Ich mag das gerne, dann noch so 100% nachzuholen, wenn es jetzt nicht... Sag mal, das sieht doch aus, als wenn hier eine Seite sein müsste, oder? Mit der Laterne und so. Ja, ich weiß nicht. Ich hole halt gerne alles, was geht. Aus Sachen raus. Wisst ihr, wie ich meine? Bin einfach so ein Completionist oder so heißen diese Menschen, die das irgendwie krampfhaft brauchen. Und so einer bin ich. So, komm mal her. Da war auch noch was zum Tauchen. Das mache ich dann danach auch noch mit dem Tauchen. Merkt euch das mal, wenn es geht. Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Mann, Elden Ring? Nein. Nein, Elden Ring wird nicht stattfinden. Und auch nicht Outlast, also frag gar nicht erst. Warte mal, habe ich die Ratte auch mit schweben lassen gerade? Oh. Okay, dann Outlast. Nein, auch Outlast wird nicht stattfinden. Niemals!
Nee, ich will Outlast nicht spielen. Leute, bitte lasst mich mit diesem blöden Spiel in Ruhe. Bitte. Enough. Ist auch nicht so mein Fall, muss ich ehrlich sagen. Wusstet ihr, dass ein Film dazu kommt? Jetzt bald irgendwann, ich glaube noch dieses Jahr. Ein Five Nights at Freddy's Film kommt raus. Ein sieht sehr interessant aus. Vielleicht gucke ich mir den tatsächlich auch mal an. Last Out? Was ist denn das? 27.10. kommt der Film, okay. Justine weiß Bescheid. Natürlich weiß ich das. Warum frage ich überhaupt, Justine? Warum frage ich überhaupt? Was ist denn Last Out? Ach so, oh, ich bin so doof. Michi, da hast du mich mal wieder erwischt. Ich warte schließlich schon Jahre drauf. Echt? Ist der schon so lange angekündigt? Okay, das wusste ich tatsächlich gar nicht. Für mich war das völlig neu. Ich habe neulich einen Trailer dazu gesehen und war echt überrascht, weil ich das nicht wusste. Der mit Nicolas Cage ist genauso ein Film, aber geiler. Was? Mit Nicolas Cage? Und Resident Evil. Moment. Habe ich hier oben noch was verpasst? Strolli schaltet sich mal eben ganz fix zwischendurch nochmal ein. Und Resident Evil. Mit euch denn los? So, was haben wir denn jetzt noch? Also, warum kann das nicht reingezoomt bleiben, wenn ich hier reinzoome? Warum muss ich immer wieder reinzoomen? Das möchte ich nicht. Lass das bitte, Spiel. So, da ist noch ein Schatzgewölbi. Guten Tag. Oh, hier ist noch ein... Moment. Bitte einmal absitzen. Da haben wir doch tatsächlich noch ein Banditenlager entdeckt. So. So. Und so. Und da haben wir noch einen. Vielleicht wachsen ja ein paar schöne Blumen aus deiner Asche. Du, 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 du. So. Einmal Erschwinderin-Genozid, bitte. Hier liegt noch was. Da liegt noch was. Oh, und da ist auch die Seite, die ich vorhin gesehen habe, glaube ich. Irgendwo da. Auf jeden Fall in der Nähe von diesem Lager. Der ist wie FNAF. Okay, erstes Mal 2015 wurde gesagt, es wird einen FNAF-Film geben. Okay, war vor 2 Wochen mit einem Freund im Kino. Bevor der Film losging, lief da als Werbung der FNAF-Film-Trailer. War mal mein Highlight des Abends. Okay. Nice. Ja, wie gesagt, ich habe den auch neulich gesehen. Kam für mich sehr überraschend, weil ich das echt überhaupt nicht wusste, dass der kommen soll. Und mit Nicolas Cage gibt es so einen ähnlichen Film oder was. Das ist ja interessant. Das wusste ich auch nicht, zum Beispiel. Aber gut, ich kenne jetzt auch nicht jeden Nicolas Cage-Film. Muss ich zugeben. Wo habe ich jetzt hier alles? Ich denke schon, hier ist noch eine Seite irgendwo da. So. Das lese ich dann später. Da unten sind Schmetterlinge, die hole ich mir auch noch. Da. Okay, wie viel Zeit haben wir denn noch? Ein paar Minütchen. Das Schatzgewölbe, wo ich eigentlich hin wollte, machen wir auf jeden Fall aber auch noch. Wenn die Schmetterlinge sich jetzt ein bisschen beeilen. So. Sehr gut. So. Haben wir jetzt hier erstmal alles. Ja. So weit, so gut. Okay, jetzt das Schatzgewölbe. Das nehme ich auch noch mit. Ich habe inzwischen so viel Material, was ich niemals verbrauchen werde.
Einfach Matthew Lillard, wie spricht man den, als William Afton? Das ist der Vater, ne? Der William ist der Vater, glaube ich, der dann zu Freddy wird oder so ähnlich. Ist das nicht so? Oder zu diesem, auf jeden Fall zu diesem, zu dieser einen Figur. Bitte was? Dieser William Afton oder Afton oder wie auch immer man den ausspricht. Die Figur, das ist der Vater von dem Mädchen, oder nicht? Rebellio. Der dieses, was ist das? Spielecenter. Das ist der, der die ganzen Kinder umbringt. Ach so. Und wer ist der Vater? Der Vater von dem Mädchen wird doch dann aber zu Freddy, oder nicht? Und dann zu Springtrap wird. Das ist der Hase, ne? Springtrap ist, glaube ich, der Hase. Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Five Nights at Freddy's, weil ich habe das Spiel nicht gespielt und es interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht wirklich, das zu spielen. Aber die Figuren und so, ich habe das mal bei jemand anders gesehen. Man merkt, ne? Aber ist denn Springtrap der was ist denn das? Oh. Hallo? Ist das der Hase Springtrap und der andere da, der, was ist das, ein Hund oder so? Ist das nicht Freddy? Ach, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich sollte vielleicht einfach ruhig sein. Hä, wieso ist denn jetzt hier noch ein Troll auf einmal? Ich habe den doch gerade umgebracht. Doch gar nicht. Good vibes. Welcher Hund? Ach, egal. Rebellio. Das hat man sicher bis London gespürt. Der Troll war doch tot. Lol. Merkwürdig. Ist der einfach wieder gespawnt, oder was? Das ist ja frech. So, dieses eine Schatzgewölbe machen wir jetzt noch und ich würde sagen, dann gehe ich in die nächste Folge. Welcher Hund? Ist der eine von diesen Figuren nicht ein Hund? Oder ein Bär oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Erklär's mir doch, bitte, Justine. Lass mich nicht dumm sterben. Ich weiß, es gibt so einen weißen Hasen und einen Bär. Genau. Also für mich sieht er immer aus wie ein Hund, aber es ist halt ein Bär offensichtlich. Und dann gibt es noch, ich glaube, so eine Puppe, einfach so eine Puppe, glaube ich. Also so ein Mädchen oder irgend sowas. Und ist das nicht ein Fuchs oder so, dieses Mädchen? Weißer Hase, meinst du Vanny? Ich habe keine Ahnung. Okay, Leute, das soll es erstmal mit dieser Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo. Gerne auch den ein oder anderen Kommentar. Und seid bei der nächsten Folge von Hogwarts Legacy dann gerne wieder mit dabei. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin und tschüss.